aus, ich darf Sie ganz herzlich zu begrüßen und ich bitte alle um einen Applaus. Ich bin schon weg. Ich bin gar nicht mehr da. Oho, wahrscheinlich werde ich ja schon sehnsüchtig erwartet. Ja, bei Gruß gestartet. Lange bin ich gewandert in finsteren Wald und habe auch noch eine dunkle Gestalt mitgebracht. Hoffentlich hat er nicht allzu viel zu tun und lässt seine Ruhe ruhen. Doch wenn wir uns jetzt alle mal besinnen, kann ich langsam mein Buch öffnen und beginnen. Schauen wir mal, was da drin steht. Daniel, kommst du mal zu mir? Lass die Rute weiter, Daniel! Ich hab gehört, auf dich ist fast immer Verlass. Das Judo macht dir sicherlich viel Spaß. Doch ich glaube, die Schule macht dir momentan ordentlich zu schaffen. Aber Kopf hoch, das packst du mit links, das wirst du schon schaffen. Mit viel Fleiß und Ehrgeiz kommst du sicher hoch hinaus und erntest dafür später mal viel Applaus. Unser Toni, kommst du zu mir? Oder bist du noch? Oh, 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 ja, Nikolaus, auch du hast die Freude am Judo schon vor längerer Zeit entdeckt. Wenn du da bist, trainierst du mit Fleiß und Eifer. Respekt. Aber das Wort Matten abbauen, hörst du, das steckt nur mit deinem Ohr. Denn wenn es irgendwie geht, prüfst du dich davor. Vielleicht können wir dich ja überzeugen, doch noch länger beim Verein zu bleiben. Dann könntest du bestimmt bei den Kämpfen mal mit Stolz dein Talent zeigen. Okay. Ich hab schon mal gesagt. Ich denke, du kommst gerne zum Trainieren, denn sogar beim Basketball gibst du alles, um nichts zu verlieren. Doch sei bei den Kämpfen nicht so zaghaft und vorsichtig. So auch mal, sei euch auch mal energisch, das ist ganz, ganz wichtig. Denn immer und überall gibt es viel zu lernen, das wird mehr und mehr. Und glaub mir, die Freude über deinen ersten Sieg ist riesengroß hinter dir. Danke. Nico, gibst du mir zu mir? Ich weiß, du gehörst ja jetzt auch schon zu dem alten Hasen. Denn du lässt kein Training aus, willst viel lernen und nichts verpassen. Da du jetzt schon größer geworden bist und nur selten auf der Strafbank sitzt, beim Üben der Rolle vorwärts du trotzdem meistens noch schwitzt. Setz deine Kraft und dein Talent immer zum richtigen Zeitpunkt ein, dann werden wir Fachgürtel und später Titel sicher sein. Auch du bist beim Training fast immer dabei und lernst von deinen Trainern so allerlei. Ob Würfe
und für Wissen. Da fällt es dir bestimmt nicht schwer, alles für deine Härteprüfung zu wissen. Mach weiter so und bleib noch ganz lange im Verein. Ich glaube mir, alle werden sich darüber freuen. Ich hab gehört, dass du liebend gerne spielst den Clown. Sieht drüber! Darum fällt es mir auch meistens schwer, bei neuen Würfen richtig zuzuschauen. Obwohl deine erste Frage immer lautet, ist der angehalte Rat? Kommt bei einem Nein ein Luftsprung wie sonderbar. Drum konzentrier dich sehr und hör genau zu, dann schaffst du deine Prüfung im Nu. Dann haben wir noch die Tamara. Ich glaube, auch dir gefällt das Judo sehr. Doch warum fällt dir momentan das Kommen nur so schwer? Geht dir beim Laufen mal die Füße aus, alles halb fürs Leben. Denn immer fleißig üben und trainieren, so wirst du auch nie blamieren. Glaube mir, du hältst mal deinen ersten Kampf in der Hand. Und besiegst deine Gegner, denn sie laufen gegen eine Wand. Jetzt habe ich da noch drei Jüngere, die dürfen auch mit zu mir kommen. Der Freddy, die Sarah und die Lea. Gibt's so mein Herz, wie du eigentlich? Was ist denn mir jetzt von Grampal? Fredi, ich schau mal. Fredi, ich schau mal, ja, der Grampal ist verschwunden. Er ist nicht mehr da. Frederico, Kiff, der Grampal ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr da, schau her. Nein, bleib dort stehen, Mach die Augen zu. Euch drei kenne ich ja noch gar nicht. Ganz Neues für mich, euer Gesicht. Wenn ihr dann im nächsten Jahr auch Mitglieder des Jugendclubs seid, habe ich bestimmt wieder ein Gedicht für euch drei bereit. Auch ihr bekommt ein kleines Geschenk von mir und hoffentlich treffen wir uns bei der nächsten Feier wieder hier. Nun möchte ich die Mädels auf der Rumpelgruppe zu mir mitnehmen. Das tut man nicht. Wir haben ja alle schon gehört, dass es manchmal voll
wollen natürlich jetzt, wenn die Kids hören, dass du nicht da bist. Doch glauben wir eins, insgeheim wirst du von jedem einzelnen Spruch verlassen. Denn nur Genauigkeit und Feingefühl zeigen einen guten Judoka aus. Und das holst du aus deinen Tüten raus. Auch dein Ehrgeiz beim Basketball hat schon abgefärbt, denn mit einem lauten A wirst du von allen würdig vertreten und die gegnerischen Körbe werden abgewehrt. Doch zum Glück haben die Kids dein Ausspiel noch nicht ganz angenommen. Ja, ja, auch das soll vorkommen. Ich faul überhaupt nicht! Das ist los hier! Auch wenn du das bestreitest und dazu nur sagst, ich doch nicht. Na na, jetzt haben wir Beweise. Denn wir haben alles sogar in Farbe und auf Video. Au! Wo denn? Vielleicht wird ja im letzten Jahr dein Instagram vorgestoppt. Nicht alle brauchen Sieg. Das war mein Knapper. Der Holzbild vom Verein. Ja, das ist. Ja! Regina, mit der Dame sind wir gekommen. Aber jetzt. Ja, auf unsere Regina ist Verlass. Sie kommt auch mit Schmerzen, wenn sie ist, kann sie Verlass. Warum? Wie den Trainer auf der Matte gut vertritt, wenn er mal wieder nicht da sein kann, weil er im Auto sitzt. Oder im Bus sitzt. Und wenn ein Kind sich mal verletzt, sie gleich um ein Pflaster fällt. Und am Montag nach dem Training hört sie nicht gleich heim, nein, nein. Da spaziert sie bis zum 8 noch ein neues Tänzchen mit ihrer Gruppe ein. Wir sind so froh, dass wir dich haben. Das wollten wir dir mal sagen.